Hallo Leute, ich bin's wieder, Paya Sadie. Sadie? Zero AD. Was hab ich so meinen Namen? Schaut mal, ich hab doch meinen Namen abgeändert und da steht Pari. Nicht Paria oder Parias. Keine Ahnung. Der wollte wohl nicht. Der wollte nicht. Der kann nur 4 Buchstaben annehmen. Phew. Was hasse ich noch mehr, als wenn man den Helden Namen geben muss? Naja, das heißt hier nicht hassen, sondern ist nicht mein Fall. Dass ich nur begrenzt Buchstaben habe. Ach ja, bevor ich es vergesse, der alte weiße Mann möchte dich sehen. Ach ja, stimmt ja, weil ich ja neu gespeichert habe. Muss ich hier ganze Scheiße nochmal machen. Ja, ja. Ja, na genug, Meister? Ja, die heißen Chicken. Oh Gott. Tut mir leid. Die Schnecke. Ups, ich hab sie. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt. Aber genug jetzt! Ja, sorry für die Wiederholung. Ich musste mit den Alten nochmal reden. War ein neuer Spielstand und so. Schweig, geh und entschuldige dich auf der Stelle. Okay, aber geh mal hier ran. Halt, wer hat dir erlaubt, die Truhe zu erbrühen? Ich mir selbst? Das macht jeder guter Held in Videogames. Ach ja, ich bin nicht hier bei Illusion. Ach, Illusion Time geht natürlich weiter. Das ist jetzt, ja, weil Illusion Time bald zu Ende ist. Wie er läuft. Aha, ich kann springen. Das kann Will nicht. Hab ich noch mit dir mal geredet? Hallo? Hey, Pari, spiel mit mir! Na okay. Pari hört sich doch ein bisschen doch besser an als Paria. Parias ist nämlich die Mehrzahl von Paria und das bedeutet so viel wie Ausgestoßene. Wohnsitz? Wer wohnt denn hier? Hallo? Hallo? Bitte bringt die Kinder keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie hier alle Krüge zertrümmert. Kann passieren, wenn man Fußball spielt. Ups, das hab ich. Pari, das habe ich gesehen. Ja, ja, entschuldige. Ich muss mir Mut machen, weil ich habe gleich. Was passiert? Oh, Pari, ich hatte diesen grässlichen Traum. Ich träumte, jeder hier wird sich in Eis verwandeln. Okay, das ist kein schöner Traum. Ah, wo war ich mir? Ach ja, also Illusion of Time wird natürlich zu Ende gespielt. Ich habe es eigentlich schon zu Ende gespielt, aber es wird wahrscheinlich 2E mal vorkommen, dass ich das Ende reinreiche, weil ich habe nun ja 50 Juwelen gesammelt und wird natürlich mit einem extravaganten Boss kämpfen. Wo war nochmal die Weberei? Und ja, wie soll ich sagen? So, der Boss hat es in sich. Dagegen ist der, sag ich, der Endgegner, der wirkliche Bossgegner, ein Witz dagegen. Das kann ich nicht machen. Nur ich wollte aber auch das mal zeigen, weil angeblich soll irgendwie noch was beim Ending dazukommen. Das sind aber dicke Hühner. Die geben sich ja viel Fleisch ab. Halbes Hähnchen. Schon gut, Hühnchen. Wir werden dich nicht essen. Also ich werde dich nicht essen. Ich werde dich nur höchstens schlachten. Das hat sich komisch angehört. Wo war nochmal die Weberei? Ach ja, hier ist das komische Haus, das größer ist, als es aussieht. Und ich rede Dummtüch. Ah, da sind wir. Hi! Pari, ich hörte von deinen Taten. Du sollst dich entschuldigen. Ja, ja, Süße, weil du es bist. Frau, sind wir hier bei Ganden? Da ist nämlich tatsächlich eine Frau Bo. Keine Ahnung, was sich die Leute dabei haben, weil hat wohl keiner gesagt, dass es eigentlich eine Anrede ist. Du schon wieder! Du willst dich nicht wieder Ärger machen. Ein bisschen besser, mir das kannst du. Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder?
Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigung. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Ja, ich kann über den Schatten springen. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Okay. Ich verstehe nicht, was Melina an dir findet. Mein Charme? Meine Wuschelhaare? Ich darf nicht sonst nicht mehr mit dir nicht mehr weggehen. Oho. Das ist... Ich glaube, Melinas Zimmer. Und sie teilt das Schicksal wie Link. Also sie teilt Links Schicksal. Kein Bett. Zumindest in Twilight Princess hat Link kein Bett. Hallo. Was ich tue, ich sticke kleine nette Bilder auf Kleidungsstücken. Kleidungsstücken? Kleidungsstücke. Ja, viel Spaß. Okay, ihr labert dasselbe. Das sieht aus wie Goldfische. Hallo. Hey, ich rede mit dir. Hallo, Pari. Melina befindet sich unten. Sie soll etwas für den Weisen weben. Ach ja, Melina hat, ich glaube, im Original auch einen anderen Namen. Was jetzt im Japanischen oder... Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat sie einen anderen Namen im Original. Ja, im Original, also sprich Japanisch, und da heißt sie Ero. Und... Ja, mit der habe ich ja schon gesprochen. Was quatschst du mich von der Seite an, Alter? Ja, und wieso, was ist an den Namen Aero oder Iru so nicht so schön? Naja, es ist eigentlich die japanische... Ach ja, dich habe ich schon. Die japanische Version von L. Also beziehungsweise Elle. Und das bedeutet nichts anderes als Frau. Sehr einfallsreich, oder Leute? Da finde ich Melina schöner. Na, so redest du immer noch? Ja. Möge dich der Blitz beim Scheißen treffen. Nichts zu machen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Klar, eine Tür braucht also ein Schloss, damit sie nicht mehr aufgeht. Okay. Pari, du kommst gerade recht. Aha. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollen doch etwas ausprobieren. Sturmbeier Fuhle. Party und Weiber. Versuche ich gerade tatsächlich wie ein asozialer Idiot zu klingen. Sorry, Leute. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Wie wär's mit Sesam, öffne dich? Pari, willst du es ausprobieren? Na, wieso? Warum probiert ihr es denn nicht alleine? Gut, aber wenn wir da was finden, bekommst du es nicht davon. Hast du verstanden? Okay, ich tue es. Abgemacht. Wenn wir etwas finden, teilen wir uns das Gericht auf. Also, Pari, vielleicht gelingt es dir. Auf geht's. Ja, ich bin also... Naja, ich würde das zwar nicht tun, wenn nicht du wäre, Pari. Aber ich habe da was. Schau, da ist ein Riss in der Tür. Das könnte eine Lösung sein. Schlamme die Tür ein. Okay. Könntest du es schaffen? Mann, da war der Riss immer wieder faul. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Tür zu öffnen. Der Weise sagt, dass was dahin ist. Dass wir nicht berühren dürfen. Mhm. Okay, ich soll nochmal machen. Gut, nehmen wir hier den Papierkorb. Ist noch was weiter, was ist. Wow. Er hat es geschafft! Und? Na? Hilfe! Zur Hilfe! Hilft mir! Da ruft jemand um Hilfe, Leute. Komm, wir müssen ihn retten. Habt ihr das auch gehört? Na klar, da braucht jemand Hilfe. Los! Ich muss mal dringend aufs Klo. Ich sehe euch später. Bitte, was? Ich habe euch jetzt gerade vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Das möchte ich sehen, wie du den Goldfisch fütterst. Das ist auch keine Öffnung.
Ach nee, komm schon! Das ist ihm schon wieder ausgegangen. Also, was? Schon so spät? Da muss ich los. Wir sehen uns später. Jungs? Da hat jemand um Hilfe gerufen. Nee. Gut, dann gehört es mir allein. Oh, diese Musik. Oh shit, jetzt habe ich wieder vergessen, wie der Titel, Originaltitel heißt vom Spiel. Hilft mir! Lass mich raus! Also ich weiß, wenn jemand um Hilfe ruft, dann will ich nicht davonlaufen. Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? So sei es denn. Tritt näher. Ich habe gerade mir wehgetan. Konzentriere all deine Kraft und berühre die Truhe. Okay, so. Ich hab einfach nur draufgedrückt. Es ist ein ja. Wie kann ich das besser beschreiben? Er sieht aus, das ist eine Kreuzung zwischen Kugelfisch und Bonbon. Endlich! Nach all den Jahren! Ich bin wieder frei! Du musst mein Befreier sein! Was bist du? Kugelfisch-Bonbon-Gedöns? Ich habe viele Namen. Für dich bin ich Fluffy! Du bist du ein Dämon? Nee, ein Kugelfisch, das mit Bonbon gekreuzt wurde. Hat der Weiße dich deshalb unter Verschluss gehalten? Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Mit anderen Worten, ich hab was drauf. Ich bin eine höhere Liga, Idiot. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Da muss man wissen, dass die Truhe im Original Pandora Box genannt wird. Und wer kennt die Geschichte mit der Büchse Pandoras nicht? Hm? Keine schöne Sache, Leute. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Und wieso hast du um Hilfe gerufen? Sie ist mein Nein. Sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Aha. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Cool. Und ich brauch's nicht zu teilen, weil die Feiglinge abgehauen sind. Von nun an kannst du in die Truhe gelangen, wann immer du die Select-Taste drückst. Ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir! Okay. Hoffentlich klappt das jetzt. Jetzt sind wir in der Truhe. Du kannst immer hin und her wechseln. Das ist die Zauberschatulle. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt, nicht Medaillen. Du kannst hier hineinschauen, um zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Um zu zaubern, wählst du in der Utensilienkammer die Schatulle an. Ja, und ich kann den Zauber nicht so nutzen, wie ich es will. Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deine Attacken. Hoffentlich klappen die auch ganz gut, wenn ich an Ocean of Time denke, dass wir nicht das gemacht haben, was ich will. Dies ist der Ego-Spiegel. Aha, Ego-Spiegel. Hört sich nicht gerade selbstverliebt an. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glück und Erfahrungspunkte. Das ist das Optionenmenü. Optionenmenü, nicht Option. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Das hat sich gut. Dies ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung im Labyrinthen. Eigentlich nicht so, was ich so mitgekriegt habe. Dies ist das Buch der Aktionen. Es enthält Hinweise zu all deinen Aktionen. Hast du auch Lovecraft-Bücher? Ich lese seine Bücher sehr gerne. Auf zum nächsten Raum. Dinge. Dies ist die Utensilienkammer. Um die hier aufbewahren Dinge anzuwählen, drücke den A-Knopf. Und jemand einen Gegenstand zu geben, musst du ihn... Oh, musst du ihn? Scheiße, ich kann das nicht sehen, weil die Scheiße halt. Vorher auswählen. Wenn du die L-Taste drückst, wird der Gegenstand beschrieben.
Es geht für Dinge, Zauber, Rüstungen und Waffen und so weiter und so fort und bla bla bla. In dem ist das schwarze Loch. Es verschluckt alles. Hast du keine Angst, verschluckt zu werden, Fluffy? So wie du aussiehst. In jedem der drei Räume gibt es so ein schwarzes Loch. Ist mir nicht ganz geheuer. Ich meine, wer wohnt bitte schön so nah am schwarzen Loch? Um etwas loszuwerden, rufe mich, wenn du bei dem Loch bist. Auch in den nächsten Raum, weil wir es können. Dies ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Und im Kampf zu bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Rüstung. Dies ist die Rüstkammer? Rüstkammer? Ist nicht Rüstungskammer? Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Nackt zieht sich auch unangenehm am, naja, am dritten Bein. Hey, was habt ihr? Ich spiele einen Kerl. Auch in den nächsten Raum. Wie viele Räume hast du eigentlich? Zentrum. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du sollst nochmal in die Waffenkammer gehen. Da wirst du etwas Besonderes finden. Du bist hier ganz sicher machen, Paris. Das ist die Waffenkammer. Übrigens, ich kann nur einmal hier so elegant langlaufen, später nicht. Harry, du hast das Siegel gebrochen. Hörst du mich? Langsam frage ich mich, ob die ganzen Zauberer-Heroes nicht irgendeinen Hau weg haben. Ich meine, ständig hören sie irgendwelche Stimmen. Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, den ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Hat sich doch wie eine Drohung gehört, wenn ihr mich fragt. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Okay, doch keine Drohung. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wovon redest du eigentlich? Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt? Willst du meine Gaben nutzen? Ja. So nimm mich in die Hand. Ich werde dir von Nutzen sein. Harry hält eine Waffe. Sieh an. Es scheint, als ob er Gefallen an Harry findet. Du bekommst Gesellschaft, Harry. Geh nach draußen. Es sieht doch wirklich aus wie ein fluffiger Bonbon. Harry, bist du in Ordnung? Ich habe dich überall gesucht. Und wie kommst du mich hier wieder zu suchen? Was ist das denn für ein Ding? Fliegender Bonbon, sag ich doch. Danke für die nette Begrüßung, armutige Sterbliche. Es scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Und ich habe komisch gesprochen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Spürst du es auch? Diese Kälte? Harry, lass mich nicht allein. Wow. Eiskalt erwischt. Melina? Was ist los, Melina? Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan. Du hast es getan. Wow, Schuldzuweisung. Erst um Hilfe rufen und dann mich wie ein Arschloch darstellen lassen. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurück verwandeln. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. Hallo? Fluffy, was? Wo bist du? Tja. Keine Ahnung, was das ist. Melina, was habe ich getan? Der Weise, er hatte die Truhe versiegelt. Er hat magische Kräfte. Vielleicht konnte er die Eisstarre entgehen. Naja.
Irgendwie wird das mich nicht wundern. Ich meine, er ist ein Weiser. Und... Mann, was ist denn mit meinem Monitor los? Ständig geht er aus. Hallo, bleib mal an. Hast du Probleme? Oh, die hat eiskalt erwischt. Was ist passiert? Sag doch etwas. Sprich mit mir. Ich muss aber noch was zu sagen, Leute. Die Musik ist so geil. Okay. Wie kann das geschehen? Die Tür. Ich öffnete sie. Warum musstet ihr so enden? Warum? Die haben dich angestiftet, Pari. Kann ich jetzt etwas ran? Nö. Ich will nicht sagen, aber sie haben mich doch angestiftet. Okay. Ich rede mal so, aber... Ach, ich rede mal mit dem. Ja, ja. Wahnsinn, alle Körper sind zu Eis erstarrt. Ich ignoriere dich mal, Alter, ja? Oh. Om nom nom. Du kannst mich nicht entfernen. Du kannst mich nicht in Ketten legen. Irgendwie steht ihr merkwürdig, Leute. Okay, lassen wir die Chose und gehen wir zum Weisen. Dass er nichts sagt! Weiser, du lebst? Den Himmel sei Dank! Du Unwissender! Du hast diese Situation heraufbeschworen! Diese Tür sollte verschlossen bleiben! Ich hatte große Angst. Wer redet jetzt? Aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Ja, genau. Wenn du weißt, was ich tun muss, dann sage es mir jetzt. So sei es. Verlässt das Dorf, Pari. Das hört sich meiner Verdammnis an. Verdammung. Du wirst 5 Türme finden. Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. Und ich glitsche einfach mal so durch. Ja, hallo. Alter. Was gibt es, Pari? Was haben diese Türme zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Niemand setzte jemals einen Fuß nach draußen. Man sagt, jeder von ihnen kontrolliert Lebewesen. Das ist alles. Die Antwort wirst du in den Türmen finden. Weiser, die Truhe. Was hat es mit dir auf sich? Ich will nicht den Inhalt haben und so. Ich bin nur neugierig. Die Truhe stammt aus der Oberwelt. Öffne mal sie, so wird das Gleichgewicht der... Ach so, die Truhe. Ich meinte die zwei da. Truhe. Also wird das Gleichgewicht der Unterwelt gestört. Doch du wirst bald mehr über ihre wahre Bedeutung erfahren. Wie gesagt, im Original heißt die... Den halt diese Folgen für die Woche. Ja. Heilknolle. Also im Original heißt das halt Box of Pandora. Und der Name kommt nicht so von ungefähr, Leute. Wie ich das schon mal angedeutet habe. Okay, für die Leute, die es nicht wissen. Die. In der Box der... Wie war das doch mal? Als die Menschen... Als Prometheus... Also Prometheus... Nee, Prometheus die Menschen erschaffen hat, hat ihnen auch das Feuer gegeben. Und so waren die Menschen den Göttern ebenbürtig. Nur, das gefiel den Göttern nicht. Und, Fortsetzung. Was? Was ist das? Ein Tor... Hat der Elder also gemeint? Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. Wo war ich denn? Achso. Na gut, das gefiel den Göttern einfach nicht. Und daraufhin hat Zeus. Sind wirklich alle? Oh ja, wirklich eingefroren so. Nö. Ja, alle hat's erwischt. Außer. Ja, außer den Zauberer und noch jemanden. Boah, ich liebe diese Musik. Also auf jeden Fall, die
hat Zeus ein Mädchen erschaffen, namens Pandora, und hat ihr so eine Truhe mitgegeben. Eben. Und naja, die Menschen waren halt von ihrer Schönheit fasziniert und haben einfach so die Truhe angenommen. Weil, so hübsches, unschuldiges Mädchen, was kann ich schon Böses wollen und so. Wo ist denn der Kerl? Ja, dann haben sie dummerweise die Truhe geöffnet, obwohl Prometheus gesagt hat, lass die zu. Und raus kamen die Geißel der Menschheit. Tod, Hunger, Krankheit, all solche Nettigkeiten. So waren die Menschen die Götter nicht mehr ebenbürtig. Und dann wurde die Truhe verschlossen. Na, ist der Typ auch eingefroren? Wieso seid ihr nicht eingefroren? Hehe, Paridou, ich werde deine Zukunft. Gut. Und in der Truhe war noch ein Funken Hoffnung. Also wirklich das Funken Hoffnung. Und als erstmal die Truhe wieder geöffnet konnte, auch der Funken Hoffnung wieder rauskommen. Was heißt hier rauskommen? Es kam raus. Die Truhe verrät mir deine Zukunft. Deine Glückszahl ist die 4. 4? Ist das dein Ernst? Im Japanischen ist die 4 eine Unglückszahl. Aha. Und schon muss ich die Waffe ausrüsten. Ja, please. Okay, jetzt putsche ich wieder da raus. So, deswegen waren die Menschen sterblich. Weil die Götter es einfach nicht ertragen konnten, dass ihnen jemand hier ebenbürtig war. Tja, davon haben die Götter ehrlich gesagt nichts. Sieht aus wie ein Hamster, findet ihr nicht so? Weil, gibt's doch eh niemand, der noch an die griechischen Götter glaubt? Okay, das war's jetzt von mir. Ich bin Pangasio80 und wir let's playen Terranigma. Matane!